Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Captive Minecraft. Ja, letztes Mal haben wir hier schon ein bisschen ausgebaut. Ich habe davon gesprochen, dass ich hier eine Monsterfalle bauen will. Beziehungsweise eigentlich muss, ja, ich selbst wenn ich nicht wollte, ich muss hier eine Falle bauen. Weil sonst kommen wir nicht an die Endermans ran. Und ich bin der Meinung, wenn ich das hier so baue, dann könnte ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Also meine Annahme ist jetzt einfach, je mehr Monster da sind, je höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch Endermans spawnen. Ich habe keinen Stein mehr. Na, das ist ja doof. Deshalb müssen wir hier noch ein bisschen ausbauen. Ich will ja jetzt auf jeden Fall eine Plattform bauen. Ich guck mal, ich könnte hier einfach auf dem Level alles abfarmen, was da ist. Oh nein! Lecco mio! Da oben steht noch einer, glaube ich. Wo ist der hergekommen? Ja, ich sagte ja, glaube ich schon, dass ich befürchte, dass hier noch viel mehr Spawner versteckt sind. So wahrscheinlich hier auch. Und ich kann halt nicht gleichzeitig nach oben gucken und hier abbauen. Immer ein bisschen Respekt Abstand lassen. Wow, Lapis. Na. Er ist gut hier, weil Monster können nicht springen. Boah, aber sie können hier irgendwie runter. Da oben sind noch ein paar. Aber sie können natürlich so runterfallen, dass sie mich, dass sie hier bei mir landen. So. Wir haben wieder ein bisschen hier Zeug. Hä? Willst du mich verarschen? Wer hat mich da abgeschossen? Hä? Da oben ist noch was. Da rennt einer rum. Aber der war das nicht. Komisch. Ich muss hier weiterbauen. Ja. Egal was die Zombies sagen. Da steht er. Wow, what a kill, Alter. Das war wichtig. Sonst wäre ich nämlich drauf gegangen. So. Ich will hier jetzt einfach
Noch ein bisschen ausbauen. Lasst mich bitte ausbauen. Zombies. Kommt euch auch zugute, ja? Ihr könnt dann erstmal nicht länger leben. So. Also wir bauen hier einfach einen kleinen Bunker und lassen da drin dann Zombies spawnen, indem wir einfach alles dunkel machen. Und hoffentlich spawnen da dann auch Endermans. Da wir hier zwei Spawner haben, sollte das eigentlich recht gut funktionieren. Ich muss nur gucken, dass der Raum hoch genug ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Muss, glaube ich, Minimum 3 hoch sein. Ich glaube, ich werde aber 4 hoch machen. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. So meine Annahme. Den hier will ich auch noch mit einbauen. Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Da war ein Creeper. Ich bin mir sicher. Bin mir sicher, dass da ein Creeper war. So. Der Raum nimmt Gestalt an. Er nimmt Gestalt an. Also wenn das klappt, dann sind die Spawner hier unser Geschenk. Weil ohne die wäre das dann gar nicht möglich. Natürlich sein, dass wir hier noch ein paar andere entdecken. Aber da können wir dann nichts machen. So, 4 hoch, habe ich gesagt, mache ich den Raum. Oh, Gold. Na, ja genau, das ist so der schöne Nebeneffekt. Dass wir auch unsere Rohstoffe finden. Weil Gold brauchen wir ja noch. Gold brauchen wir. Sorry. Richtig viel Gold. 6 Goldblöcke. Ohr. Oh, noch mehr Gold. Also ziemlich wichtig, dass wir hier das sogar machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel. Kann man Spawner eigentlich mit einem Pisten move'n? Das wäre cool. Dann könnte ich die irgendwo hin platzieren, wo ich will. Wenn ihr wisst, ob das geht in der Minecraft 1.9, dann schreibt es mal in die Kommentare bitte. Würde mich interessieren. Nochmal 8 Gold. Und Diamant.
Welche Höhe sind wir denn hier eigentlich? 7. 7. Redstone brauchen wir nicht so viel, deshalb verzichte ich mal jetzt darauf, das hier abzubauen. So, das wird ja gleich ein bisschen spannend, wenn ich hier völlig zumache, völlig dunkel mache. Ich mache hier mal. Captive Minecraft entspricht eigentlich gar nicht dem Minecraft, wie ich es normal spiele, weil es hier einfach hässlich ist. So, wir gehen jetzt mal kurz ganz nach oben. Und einfach um in Schutz zu sein. So, da haben wir noch einen Zombie. Da oben auch. Ich frage mich, wie die alle spawnen können. Und ein Creeper. Nein! Wer hat mich da jetzt runtergeschubst? Boah, da ist ein Zombie, Alter. Wie kam der Zombie dahin? Ich dachte, ich bin tot. Aber wie ist der da hingekommen? Wo ist der gespawnt? Ja, ich kann hier gibt es natürlich keinen F7 oder so. So, ich war hier und dann ist er irgendwie auf mich draufgefallen. Ganz komisch. Ah, der ist hier durchgekommen. Haha, schlauer Zombie, muss ich echt sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so klug bist. Der Creeper überlebt? Nein. Sehr schön. Ah, warte mal, kommen die da nicht auch hier rum? Nee. Können sie nicht. Können sie nicht. Die stehen jetzt da rum. Bis sie die spawnen wahrscheinlich. Lol, da ist noch eine Kiste. Ey, zum Glück habe ich hier mal hochgeguckt. Na. Aber das ist irgendwie eine andere Kiste. Die sieht anders aus. Enderperle. Ein Schild. Ist ja übel. Da. Hab mich schon gefragt, wie ich einen Schild craften kann. Hey, wenn ihr hier meine schöne Arbeit kaputt macht. Wo kommen die jetzt denn wieder? Jetzt kommen die. Wo kommen die denn her, Mann?
So, ich wollte mir noch einen schnellen Aufgang machen hier. Von der Monsterfalle unten. Und vielleicht sogar einen, der geschützt ist. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich finde, das Schild irritiert ein bisschen. Also mich zumindest. Das ist bestimmt auch noch ein Spawner irgendwo. Bestimmt! Ich vermute jetzt überall einfach Spawner. Ja, richtig. Guck. Der ist so übel hier mit Spawnern. Wenn du das jemandem erzählst, der sagt, ja, ja, laber weiter, Alter. So, Fackel. Golehammer, Stickshammer, Fackelnhammer. Weil ich möchte hier ausgeleuchtet haben, zumindest meinen Bereich. So. Dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ob es funktioniert. Oder ob nicht. Im Moment, ich muss hier noch einen Block machen. Weg. Raus, 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 raus. Block. Das ist ganz schön Adrenalin. So, wir haben jetzt eine Monsterfarm, eine recht gute, glaube ich. Wir müssen irgendwie hoffen, dass die vielleicht Enderperlen droppen oder da drin einfach Enderman entstehen. Oh, fail gebaut, fail gebaut, fail gebaut, fail gebaut, fail gebaut, fail gebaut, fail gebaut. Zumachen. Fail gebaut, und zwar weil die Mini-Zombies da durch können. Ah, okay, die können hier drauf also auch spawnen. Naja, das soll mir im Moment egal sein. Ich mach mal das Schild weg, das nervt mich. Also, er mag eine coole Erweiterung sein, ja. Aber mich persönlich, oh, wir haben 19 Gold. Ich muss mal Gold schmelzen gehen. Also mich persönlich nervt das Schild doch. Muss ich jetzt sagen. Nachdem ich es jetzt mal ein bisschen getestet habe, kann ich das auch sagen. So, Enderperle, das weg, das weg, das weg. Alles, was wir nicht brauchen, tun wir mal hier in die Kiste. Oh, größer. Weil was wir nicht brauchen, ist ein ganzer Haufen. Wir haben kein Essen mehr, also nehmen wir die Bowls mit. Nach oben. Und
Den Bogen brauchen wir im Moment. Warte mal. 50 Meter sind 50 Blöcke. Das ist schon eine ganz große Distanz. Nein! Wo kam denn der jetzt schon wieder her? Meine Fresse! Ich probiere hier mal gerade ein bisschen frei zu bauen. Und dann müssen wir, wir sind hier auf Höhe 15. Also auf Höhe 65 müssen wir uns, machen wir gerade mal so. Ja, dann können wir hier rüber jumpen, aber die Zombies nicht. Höhe 65. Müssen wir uns ein Loch bauen, also bis dahin. Wir sind hier schon auf 28, 65. Und dann können wir nämlich von hier oben, wenn wir Pfeile hätten, die Viecher da abknallen. Das heißt, wir müssen hier auch wirklich über den Zombies Platz machen, dass wir da runter schießen können. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass wir direkt da bei dem Endportal rauskommen, wo der Frame ist. Könnte aber durchaus passieren. Ja, wir müssen sowieso ein bisschen noch auf die Seite gehen. Also wir sollten das von da drüben aus machen. Direkt drüber. Das werden wir in der nächsten Folge weiterbauen. Wir werden es schaffen, dieses Let's Play bis zum Ende zu schaffen. Ja? Das heißt, wir werden am Ende in das End gehen und dort den Enderdrachen besiegen. Das ist zumindest mein Plan. Nein, da ist schon was drunter. So, die Kiste hat man schon aufgemacht. Es ist natürlich die einfachste Variante, mit einem Bogen geradeaus runter zu schießen. Boah, was ist das für eine Spinne, Alter? Und deshalb ist das unser Plan. Und da muss man halt dran arbeiten und deshalb dauert es auch eine Weile. Ich denke, ich werde da in der nächsten Folge vielleicht dann mal wieder einen Schnelldurchlauf machen, dass das auch irgendwie zeitlich hinhaut. Ich muss darauf achten, dass ich hier nicht in ein Loch falle. Ich weiß jetzt nicht. Wo ich gerade dieses Loch reingehauen habe. Ich hab doch gerade. Bin ich denn jetzt voll behämmert? Da konnte ich doch durchgucken.
dann machen wir es halt so rum. Ist mir jetzt völlig Banane. Ich hoffe nur nicht, dass ich irgendwie auf Lava treffe. Oder auf diese Viecher. Oh, noch einer. Och nee. Tschüss. Das sind diese komischen Silberfische. Die machen immer übelst Schaden. Ich weiß gar nicht warum. So, aber wie gesagt, das war's von der heutigen Folge Minecraft Captive. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.